Ja, hallo wieder vom Busse Yachtshop. Heute wollte ich euch mal was über das SIMnet erzählen, ein bisschen tiefer gehend. Ich habe hier eine ganze Menge SIMnet-Teile aufgebaut oder hingelegt. Und viele werden jetzt sagen, Mensch, SIMnet, das ist ja alt, das gibt es ja schon gar nicht mehr. Nein, das ist immer noch weit verbreitet in den Schiffen und wird auch teilweise sogar noch neu eingebaut. Simrad und BRG haben natürlich das SIMnet ersetzt und haben jetzt inzwischen Ende im Jahr 2000 Stecker. Aber das SIMnet wird halt verbaut in den Werften. Das entspricht Ende im Jahr 2000 von den Daten hier. Im SIMnet laufen die gleichen Daten wie in Ende im Jahr 2000, die PGNs. Und, aber das, der Vorteil ist, das sind sehr schlanke Stecker. Solche gelben Sachen hier sind SIMnet-Stecker, das ist das Kabel und die Stecker sind sehr schlank, sodass man das leicht durchkriegt. Man kann das dann leichter verlegen zum Teil. Das ist der Grund, weswegen das Werften noch verwenden. Jo, in diesem SIMnet laufen, wie gesagt, die PGNs und man kann auch adaptieren auf NMEA 183 oder man kann NMEA 2000 Geräte direkt mit Kabeln anschließen. Und natürlich brauchen wir, da wir eine Art NMEA 2000 auch haben hier, auch Abschlusswiderstände. Verbindungskabel, es gibt eine Daisy-Chain-Verkabelung und sowas, das möchte ich euch jetzt einmal zeigen, wie das geht. Wir haben im SIMnet unterscheidet zwischen Klasse A1 und Klasse 2 Geräten. Klasse 1 sind die Geräte, die ein Display haben, zum Beispiel Plotter, die was managen können. Und Klasse 2 sind Geber oder Geräte von anderen Herstellern als Simrad. Und das ist einfach eine Unterscheidung von den Geräten. Ein Klasse-2-Gerät ist zum Beispiel ein DST 810, ein Logelot-Temperaturgeber, der nicht von den Displays, sondern von dem über eine App per Bluetooth eingestellt werden kann. Oder auch ein AIS-Transponder, der von einem anderen Hersteller kommt und auf ein SIMnet-Display geht oder auf ein NMEA 2000-Display über SIMnet geht. Und wie gesagt, die Sachen werden eingebaut bei Werften häufig. Wenn ihr sowas vorfindet und wollt neue Geräte ergänzen, ist das normalerweise kein Problem. Aber ihr müsst erstmal eine Bestandsaufnahme machen. Heißt, wie geht mein Kabel? Wo sind die Verteiler? Wo sind die Abschlusswiderstände? Und wenn ihr das seht, dann werdet ihr auf solche Teile stoßen. Das ist hier ein Dreifachverteiler. In NMEA 2000 wäre das ein T-Stück. So sieht das bei SIMnet aus. Das ist ein Siebenfachverteiler, sprich Backbone rein und raus. Und wir haben fünf Abgänge und können uns dann Geräte anschließen. Und an beiden Enden sind Abschlusswiderstände und es muss natürlich eine 12-Volt-Versorgung stattfinden. In NMEA 2000 habe ich euch ja schon gezeigt, da ist ein Stecker mit dem Anschluss einfach rot-schwarz für 12 Volt und auch wirklich nur 12 Volt, nicht 24 Volt oder ähnliches. Hier ist noch ein Schirm, den kann man meistens weglassen oder erden, wenn es sein muss. Und solch ein Stecker mit gelber Kappe würde einfach mittendrin eine Stromversorgung jetzt machen, sodass der Strom nach rechts und links fließen kann. Wir haben bis zu 5 Ampere, heißt 2,5 Ampere nach rechts und links können fließen. Hier muss noch eine Sicherung vor. Jetzt gibt es aber auch Stromkabel, auch hier wieder rot-schwarz, die eine rote Kappe haben. Das sind Stromkabel, die werden ans Ende des SIMnet gesteckt und haben hier einen Abschlusswiderstand drin. Hier. Wenn ich so etwas hier reinstecken möchte, dann kommt das hier ans Ende. Dann nehmen wir mal diese Seite, weil es ja einen Abschlusswiderstand hat hier. Und es gibt einzelne Abschlusswiderstände, auch hier wieder konsequent mit roter Kappe. Da ist nur ein Abschlusswiderstand drin. Den würde ich ans andere Ende des SIMnet stecken. Dazwischen habe ich dann SIMnet-Kabel, immer weiblich-weiblich, weil diese Verteiler und Geräte sind alle immer männlich. Das heißt, ich springe vom weiblich auf weiblich und kann hier zwischen dann ein SIMnet-Kabel schalten, das wäre dann mein Backbone. Das heißt auch im SIMnet so. Ne? Muss dann unten nach. Gut. Also wir gehen dann von einem Abschlusswiderstand zum anderen Abschlusswiderstand, vorne, hinten im Boot hier. Und 12 Volt Versorgung hole ich mir beim kleinen Netzwerk über den Abschlusswiderstand oder bei einem größeren Netzwerk, wo ich das mittig mit Strom versorgen will, nehme ich zwei Abschlusswiderstände rechts und links am Ende, oder vorne und hinten. Und mache in der Mitte die Stromversorgung. Und zu den Geräten gehe ich jetzt mit weiteren SIMnet-Kabeln, die gleichen Kabel wieder, ab und stecke das hier rein. Und ich habe hier noch zwei
SIMNET-Geräte, das ist ein IS-20 hier Display und ein IS-24. Und ihr seht hier hinten, die haben zwei SIMNET-Anschlüsse, ne? Natürlich männlich, wie im System vorgegeben. Und da kann ich jetzt einfach reingehen. Eins dieser Displays, das anschließen, wenn ich es gerade habe. So, ne? Bin ich nicht gerade drin? Doch, jetzt. So, und da ist eine Besonderheit. Und zwar kann ich das dann Daisy-Chain verkabeln, das heißt in Reihe verkabeln. Da die ja zwei Anschlüsse haben. Ich könnte das zweite Display jetzt hier auch nehmen und hier anschließen. Ne? Dann hätte ich es ganz normal, so wie es in dem Jahr 2000 auch mal. Aber hier ist auch noch die Möglichkeit, das Daisy-Chain zu verkabeln. Ja, und hier kann ich das einfach hier reinstecken. Dann hätte ich die Displays hintereinander gesteckt. So, ne? Und das würde jetzt eine Reihe gehen. Ich könnte das sogar, wenn ich statt des Abschlusswiderstandes das ganz hinten reinstecke, ans Ende des Ganzen, so, ans Ende des Netzwerks stecke, dann könnte ich sogar den Abschlusswiderstand ins letzte Display stecken. Das heißt, dann wäre es sogar, wenn die Displays im Backbone und mein Abschlusswiderstand wäre am Ende des Backbones, ja. Das ist alles in NMEA 2000 eigentlich nicht mehr möglich jetzt, weil wenn eins dieser Geräte ausfällt, dann werden die Geräte dahinter nicht mehr angesprochen und wenn da sogar ein Abschlusswiderstand am Ende ist, dann kann ich ein Problem haben, dass der Abschlusswiderstand nicht mehr ordentlich erkannt wird. Ja, also deswegen ist das möglich. Ich zeige es euch nur, weil es so an Bord verkabelt sein kann. Wenn ihr also eine Bestandsaufnahme macht von SIMNET-Geräten und wollt da irgendwas ergänzen, kann durchaus sowas passieren, dass die Displays im Backbone sind und am Ende der Abschlusswiderstand ist. Wie gesagt, seht ihr an der roten Kappe, dass da ein Widerstand dran ist. Die SIMNET-Kabel gibt es natürlich auch in länger. Hier habe ich jetzt 30 cm Kabel. Die gibt es in 2 Meter, 5 Meter, 10 Meter und sogar in 20 Meter als Mastkabel. Die Abzweige vom SIMNET dürfen in der Summe, auch wenn ich Daisy-Chain gehe, nicht länger als 5,5 Meter sein. Und es gibt auch Obergrenzen für die Geräte. Es dürfen maximal 50 Geräte in einem SIMNET sein. Das Netzwerk Backbone darf bis zu 120 Meter lang sein. Damit kommen wir auf den meisten Booten aus. Die Summe aller Drop-Kabel oder auch Spur-Kabel, ne? Also Abzweigkabel, die Summe aller zusammen dürfen nicht länger als 60 Meter sein. Und 12-Volt-Versorgung muss natürlich gewährleistet sein. Gut, das einmal zu den Standard-SIMNET-Aufbauten, die ihr so an Bord vorfindet. Ah ja, eins hatte ich noch. Wenn ein Windgeber im System ist, dann braucht ihr ja ein 20 Meter langes Kabel zu dem Windgeber, weil der Mast vielleicht 13, 15 Meter hoch ist. Dann ist es so, dass das ganze Backbone mit in den Mast genommen wird und der Windgeber selbst ist der Abschlusswiderstand. Heißt, wir haben oben den Abschlusswiderstand, das heißt, ihr findet unten keinen zweiten Abschlusswiderstand. Erst am Ende des Netzwerks wieder, ja? Da gibt es den zweiten. Und der erste fehlt, weil der ist ja oben im Windgeber. Gut, wenn man jetzt dieses SIMNET so vorfindet und möchte das ergänzen, dann kann man und hat keinen freien Abgang, dann kann man natürlich so einen Dreifachverteiler austauschen gegen so einen Siebenfachverteiler. Einfach den raus, neu rein und dann hat man schon 5 Abgänge frei. Oder man kann auch sagen, ich nehme hier ein Kabel raus, nehmen wir einen neuen 7-fach-Verteiler und springe von diesem weiter zu dem. Ne, dann ist das im Backbone drin, alles in Ordnung. Dann kann ich neue Abgänge schaffen und kann jetzt neue Geräte anstecken. Die neuen Geräte haben aber meist NMEA 2000 oder ähnliche Sachen. Deswegen gibt es solche Adapterkabel. Ich kann das jetzt hier reinstecken und habe dann NMEA 2000 weiblich hier zu SIMNET. Oder NMEA 2000 männlich zu SIMNET. Ich könnte sogar das SIMNET enden lassen hier, statt den Abschlusswiderstand einfach rüberspringen auf ein NMEA 2000 Netzwerk und dann mit NMEA 2000 weiterlaufen. Das mache ich in dem Fall, wenn ich zum Beispiel einen neuen Autopiloten NAC
3 habe oder so und will den hinzufügen, der kommt schon mit NMEA 2000 Kabeln und Steckern. Dann kann ich auch vom SIMnet in NMEA 2000 drüber laufen. Ich kann auch einfach sagen, ich nehme einen SIMnet Backbone, weil ich diese Kabel so leicht verlegen kann und schließe alles nur NMEA 2000 Geräte an. Das geht natürlich auch. Gut, da müsst ihr dann gucken. Hier, wie gesagt, männlich-weiblich, diese Adapterkabel. Die Datensätze sind dieselben. Deshalb könnt ihr das einfach so zusammenschließen. Hier ist keine Elektronik drin, wie das hier Micro C auf SIMnet. Der ist gelb, der ist jetzt in dem Fall mal schwarz, aber ist natürlich das Gleiche. Ne? Gut, wenn ich jetzt ältere Sensoren anschließen möchte, die zum Beispiel NMEA 183 haben, dann gibt es solch einen Übersetzer. Der wird auch ganz normal ins SIMnet reingefügt. Man kann durchspringen, ne? Ins Backbone zum Beispiel. Springt der, schaltet ihr dazwischen, braucht ihr noch ein Backbone-Kabel dazu oder ein SIMnet-Kabel dazu. Dann haben wir hier 2 Drähte Eingang und 2 Drähte Ausgang. Für NMEA 183 plus minus, das hatte ich schon mal erklärt. Das ist ein AT10. Der ist für Bordinstrumente, Daten, wenn ihr Logge, Load, Wind, solche Sachen habt. Dann könnt ihr es mit dem AT10 ins SIMnet übersetzen. Habt ihr schnelle Kompassdaten, zum Beispiel vom alten Autopilot, dann nehmt ihr den AT10 HD. Der ist für schnelle Kompassdaten geeignet, übersetzt dann auch nichts anderes mehr. Das findet ihr in den Handbüchern, was übersetzt wird, welche NMEA 183 Datensätze zu welchen PGNs übersetzt werden. Das SIMnet-System ist eines der ersten NMEA 2000-artigen Systeme gewesen. Das ist schon fast 20 Jahre alt und ist deswegen auch häufig und weit verbreitet an Bord. Damals fing das dann an mit den IS-12-Displays. Die wurden da dann verwendet. IS-15 war der Vorgänger, wurde aber auch dann adaptiert und solche Sachen. Dafür gab es dann andere AT-15-Übersetzer, die auch so ähnlich aussehen, die dann IS-15-Displays reingenommen haben in SIMnet. Könntet ihr auch finden. Und das ist alles dann so verkabelt, das ist dann historisch gewachsen. 20 Jahre ist für Elektronik ja auch eine lange Zeit. Und dann gab es noch die NX 40 und 45 Displays. Die haben auch solch einen Übersetzer, nur dass hier ein Stecker dran war, dann direkt für das Display NX 40. Ja, die nennen sich den AT 40. Das waren Übersetzer, die dann diese Displays eingebunden haben in das SIMnet. Gut, das ist eigentlich das, was ich zum SIMnet sagen wollte. Also Backbone und Abzweig, Drop oder Spurkabel, ne? Das gleiche wie bei NMEA 2000. 12 Volt Abschlusswiderstände, Adapterkabel, ihr könnt rüberspringen. Und Übersetzer, gibt es auch verschiedenste Übersetzer. Und halt die SIMnet-Kabel, die schön schlank und immer weiblich sind. Jo, das einmal zum SIMnet und dem Aufbau, wie man das zusammensteckt. Dankeschön.